Bam. So, weiter geht's. Ich bin auf der Zielgeraden. Jetzt müsste hier hochgehen. Ich gucke vorher aber nochmal auf die Map. Boah, einfach geradeaus. Oh. Ich hab auf die Map geguckt, Junge. Was ist das für eine unfaire Scheiße? Ich reg mich nicht auf, nein. Das ist normal bei mir. Du wirst sterben, Jedi. Ach, Digga. Komm rein, Bruder, Alter. Komm her. Zack. So, ich kann jetzt aber die Abkürzung verwenden, oder hätte ich das. Ne, die habe ich von der anderen Tür aufgemacht, ne? Oder von der anderen Tür, von der anderen Seite. Genau. Das ist korrekt. Oh, schön hell. Wo ist denn der alte Mann? Was gefällt's mir? Zu hell. Die Brüder der Nacht ihn geholt? Stimmt, der alte Mann ist wegzureißend. Haut herein. War ich schon so weit oder noch nicht wegen der Wand? Das muss das Grab sein. Ich glaube nur nicht, ne? Schön umgucken. Vorsichtig rein und Schattenschwester zeig dich. Jetzt bist du dran. Vermute ich mal ganz stark, ganz hart. Aber erstmal den ultimativ geilen Skin abholen. Hey BD, was ist das? Ja, was ist das? Was ist das, BD? Ein Skin. Eine Lackierung. Oh, Mantis. Eine Mantis-Lackierung. Wo setze ich denn die ein? Also, das ist jetzt echt mal interessant. Hey, BD. No joke. So, BD, was wolltest du denn da? Jetzt darfst du. Willst du scannen, ne? Darfst du. Oh, schön. Ach, du interessierst dich hier für Töpferzeug. Wir suchen ein Astrium und befinden uns in Kutschetska. Ja, nice. Rein hier. Mal auf die Kacke. Oder ist ein Spalt, quetscht dich durch. Hast du fast die Hand zwischen. Was immer das war, es ist weg. Ja, und jetzt? Einmal speichern. Ah, okay. Und dann kommt die Schwester da raus. Ja, keine Ahnung. Ruh dich aus, Junge. Erhol dich, solange du noch kannst. Oh! Muss wieder lernen. So, wie sieht's denn aus hier? Hier ist mein Bettchen. Muss ich ganz schön reinklettern, aber ist auch für Erwachsene, ne? Ich glaube auch für Erwachsene ist ziemlich hoch. Egal. Ja. Imperium hier, ganz klar. Jo, hi man. Das heißt, wir kriegen bald neue Befehle. Ach, endlich. Ich bin froh, wenn ich hier wegkomme. Du hast es aber eilig. Soll ich interagieren? Master T'Pol hat mich zum Training gerufen. Du schaffst das, Junge. Wir reden später. Nice. Ein Pfeif-Alarm. Meister T'Pol. Padawan, Zeit für deinen Unterricht. Ja, Meister? Du musst uns erreichen und lass mich nicht warten. Gut. What now? Konzentration, Padawan. Los, nochmal. Was ist der Deal? Schick dich nicht. Hä? Komm jetzt zu mir. Ja, wie denn? Warte mal. Lass mich nicht warten. Wie geht das hier? Ist es wieder so einfach, dass ich es nicht checke oder was?
Plane deinen Weg, bevor du ihn gehst. Plane deinen Weg, bevor du ihn gehst. Ich kann das wahrscheinlich schieben. Den. Das schieben. Die Dinger sind da rausgekommen. Warum? Warum ist hier an der Wand was? So, die Dinger kommen hier raus. Ganz easy. Hier kann ich hochspringen. Plane deinen Weg, bevor du ihn gehst. Ja, ich würde dann gerne hier mit da hoch, wenn es keine weiteren Umstände macht. Erfolg und Fehlschlag, Leben und Tod, Licht und Dunkel, getrennt durch deine Einstellung zu ihnen. Dieses Training wird so lange dauern wie nötig. Du wirst die Lektion des Tages begreifen. So oder so. Offenbar siehst du keine Dringlichkeit in deiner Aufgabe. Ich check's nicht. 0,0%. So, ich soll mal einen Weg planen, bevor ich ihn gehe. Gut. Dann. Guck mal hier. Das sind so Lücken. So. Das heißt. Nee, ich habe keine Ahnung, was das heißt. Krieg ich denn hier irgendwas? Keine Ahnung. Warte mal, da ist ein Ding aus. Wieso ist das Teil aus? Warte, ich muss die rausgezogenen Flächen angucken. Anscheinend kann man die rausziehen. Guck mal, da ist so ein Ding. Ich glaube, das macht. Das ist, glaube ich, egal. Also hier sehe ich so, ne? Weißt du, siehst du auch. Aber was ich verstehe es nicht. Hau. Ich meine, was bringt es mir auf der anderen Seite irgendwas rauszuziehen? Vielleicht bringt mir das da hinten irgendwas. Da muss man doch drauf kommen, das ist ein Spiel. Aber was soll ich tun? Hä? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Die Dinger kommen ja aus dem Boden. Ja, und? Was soll mir das hier alles sagen? Was soll mir irgendwas davon sagen? Was machen die da am Rand? Warum sind die so komisch verschoben? Wenn ich die zurückdingsen würde, dann wäre der zu und der würde da reinpassen. So, meiner ist über. Wo passt meiner rein? Der passt da, weiß ich nicht. Verstehe das nicht. No. Keine Ahnung. Hat auch ein Laserschwert. Gut gemacht. Denk dran, wir schaffen unser Glück selbst. Gut gemacht? Was habe ich gut gemacht? Bitte helfen Sie mir.
Chat. Ich verstehe es nicht. Ich muss eine Auflösung angucken. Ich verstehe es nicht. Wie heißt das denn hier? Wo sieht man denn die Mission überhaupt? Ach, ich kann auch anders aussehen. Datenbank, Leitfaden. Wie heißt das Ding hier? Weiß es nicht. Keine Ahnung, Star Wars, kommst du dein Meister? Was soll ich googeln? Star Wars Fallen Order. Nee, Star Wars Jedi Fallen Order. Kommt zu deinem Meister. Ja, ich guck mal. Oh, jetzt sehe ich, muss ich hier so eine Anzeige angucken. Nein. Noch eine. Oh nein. Kann man denn so viel Werbung schalten? So. So, pass auf. Ich habe ein Video an. Der springt nach vorne. Der springt nach vorne. Der springt nach vorne. Der springt da hoch. Die Plattformen verschieben sich. Er probiert. Leck mich am Arsch, als ob. Nee. Wollte ich sogar ausprobieren, Real Talk. Nicht der ernste Lage hier. Ich könnte schon so. Ich könnte das. Warum ist das Spiel nicht physisch? Ich würde so wegklatschen. Das Spiel wird. Die CD wird eiskalt zerbrochen werden. Nee. Nee. Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh ne, jetzt kommt wieder so eine schwule Sprungscheiße. Ist doch scheiße. Diesmal gut, 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 gut. Ja, oh. Uff, ey, Alter. Hoch. Komm ich hier hoch? Ja, gut. Zack. Wow! Echt fies, Commander. Fokussiert. Voll konzentriert hättest du diese Ablenkung vorausgehabt. Besser, Padawan. Komm zu mir. Ja, zu dir zu kommen, Bruder. Muss ich erst mit deinem Heino hier kletten. Soll ich denn jetzt zu dir kommen? Hier runter oder was? So, scheint mir aber die letzte Prüfung gewesen zu sein, oder? Wir werden mit einer Aufwärmübung beginnen. Doch zuerst haben wir Befehle. Braca ist gesichert. Schon bald rücken wir nach Mygeto aus. Ja. Du musst... Meister, seid ihr okay? Irgendwas stimmt nicht. Nein, nein! Was geht hier vor? Warum war der Commander?
Padawan, etwas Schreckliches ist im Gange. Die Klone haben uns hintergangen. Deine Fragen müssen warten. Es ist keine Zeit. Wir müssen sofort das Schiff verlassen. Schnell! Zu den Rettungskapseln. Und nimm die Wartungsgänge. Wir haben das trainiert. Erinnerst du dich noch? Ja, Meister. Und was wird aus euch? Ich sorge für Ablenkung und komme dann wieder. Wenn ich bei deiner Ankunft nicht da bin, geh ohne mich. Wir sehen uns auf Braca wieder. Hast du das verstanden? Ja, Meister. Sie kommen. Ich werde zwar die Drucktüren schließen, aber wenn sie dir begegnen, darfst du keinesfalls zögern. Geh. Möge die Macht mit dir sein. Geh. Los! Holy shit. Als Kind, Alter. So, soll ich jetzt geradeaus? Für der mich. Wir brauchen Verstärkung. Ich muss dann ziehen, um durchzukommen. Oh. Das ergibt keinen Sinn. Was ist hier los? Können wir den Jedi sehen? Der Kleine ist verschwunden. Sucht überall. Er kann nicht weit sein. Luft wieder raus. Hey, was war das? Haltet die Position. Ich sehe nach. Ich weiß nicht. Was ist passiert? Okay, da komme ich nicht durch. Nee. Gee. Was war das? Da ist er in den Wartungsgängen. Oh, jetzt habe ich entdeckt. Ich glaube, hier ist der Turbolift. Danach ist es nicht mehr weit. So. Ja, oh, das war knapp. Ich glaube, wir bekommen wieder einen Fahrstuhl. So, dann glaube ich hier nur. Wo lang dann? Hey, lass mal los, ne? Oder hier so. Ich hab Sichtkontakt mit dem kleinen Padawan. Er ist im Turbolift. Ich schaff das. Ich darf nur nicht stehen bleiben. Schalte den aus. Dann holen wir uns davon. Padawan, dein Lichtschwert. Tut mir leid, Meister. Weiterklettern. Wir treffen uns vorne. Ja, Lichtschwert verloren. Schlecht. Da braucht so eine Handgelenkschlaufe wie die Wii, ey. Da hier hoch oder was? Wow, wow, wow! Holy shit! Hier habe ich keine Map. Soll ich mich auch hier einreihen? Hört ihr das?
Laufen? Bereit machen. Los, Padawan, wir müssen sofort weg. Die Tiersteuerung! Schiffsreaktoren überlastet. Im Schutz der Explosion können wir fliehen. Der Krieg ist nicht vorbei, mein Padawan. Halte die Stellung. Warte auf das Signal des Rats der Jedi. Und vergiss nicht, vertraue nur der Macht. Ja, Meister. Das heißt, was ist die Story und mein Licht wird gleich blau werden. Padawan. Es ist Zeit für die Ausbildung. Oh. Dein Wille ist schwach und du hast keine Disziplin. Die Angst unterbricht deine Verbindung zur Macht. Deine Angst kostete mein Leben. Schwache Vorstellung. Das ist der Job. Ja. Mein Blut an deinen Händen, mein Schüler. Du bist ein Versager, ein Schwächling, ein Verräter. Du bist kein Jedi! Nein! Digga, nein! Lichtschwert geschrottet, Alter. Nichts. Dann gehe ich hier nochmal ran, Lektion 2 oder was? Nö, normal. BD? Danke. Lass uns verschwinden. Ich kann's nicht erklären. Vielleicht verstehe ich's nicht mal. Ist es nicht nach Plan gelaufen? Ich hab dich ja gewarnt. Lass mich allein. Wie bitte? Allein lassen? Verloren und schutzlos in dieser gefährlichen Welt. Niemals. Okay, jetzt ist genug. Wer seid ihr wirklich? Taran Malikos. Ehemaliger Jedi. Genau wie du. Wir haben so viel gemeinsam. Das bezweifle ich. Oh. Wir haben die Auslöschung überlebt.
Meine Truppen haben mich verraten. Ich war gezwungen, ihnen das Leben zu nehmen, und dann bin ich geflohen. Zu diesem einsamen Ort. Die Dunkelheit! Sie verschlang mich fast. Aber ich widerstand. Ihr seid der, dem die Brüder der Nacht folgen. Ja. Oh. Aber diese Wilden, sie respektieren allein die Stärke. Und wir wissen beide, die Macht ist eine enorm starke Verbündete. Nein. Nein, ihr nutzt die Macht nur eigennützig, missbraucht sie. Das widerspricht dem Prinzipien der Jedi. Es sind dunkle Zeiten! Wenn wir nicht gemeinsam kämpfen, werden sie uns verzehren! Ich brauche eure Hilfe nicht. Dein kaputtes Lichtschwert sagt etwas anderes. Du hast da drin was gesehen, oder nicht? Etwas Furchtbares. Es gibt viele solche Orte hier auf Datomir. Komm in meine Familie. Dann lehre ich dich das alles, diese Kraft zu beherrschen. Müssen wir dafür verwandt sein? Komm in meine Familie. Dann lehre ich dich das alles zu beherrschen. Vertraute Worte, Malikos. Schwester Maren, du solltest lieber nicht so weit gehen. Seit Jahren, sagt ihr, die Jedi hätten das Massaker an meinen Schwestern begangen. Jetzt steht einer vor uns. Und ihr wollt ihn in eure Familie aufnehmen. Damit wirst du leben müssen. Doch es fehlt dir an Stärke, kleine Hexe. Stärke. Ihr seid verrückt, Malikos. Datomir hat euch verwirrt. Und durch meine falsche Loyalität konntet ihr die Brüder der Nacht vom Weg abbringen. Anders als die Jedi legen Schwestern der Nacht von Datomir die ihren nicht rein. Unser Band währt ewig. Deine Schwestern sind tot! Ja. All ihre Gräber umgeben euch. Zeit zu gehen. Schon. Hello, Leonie. Ja, bitte nicht singen. Das mag ich gar nicht. In Filmen und Spielen mag ich nicht. In Serien auch nicht. Mag ich nicht. Närrische Göre. Über diese Kräfte hast du keine Kontrolle mehr. Ihr beide sollt wissen. Bekämpft ihr eine Schwester der Nacht von Datomir. Bekämpft ihr uns alle. Standardspruch. Lauf. Wirklich laufen oder kämpfen? Ich kämpf, Alter. Ich erreiche die Mantis. Ich hab kein Lichtschwert. Ah, das war's. Warte. Lass mich doch mal kurz. Bruder. Ach, weil einer anvisiert war. Wieso visiert er denn an? Hören Sie auf anzuvisieren. Oh Gott. Tschüss. Tschüss. Und hepp. Sie sieht einfach an, obwohl er kein Lichtschwert hat. Der Junge hat sie nicht mal. So, ich bin mir sicher. Jetzt. Oh. Ich dachte, das ist ein Seilding ins Bummens-Teil-Gedöns-Ding. Hä? Warum denn nicht? Nee, das ist doch ein Seilding ins Gedöns. Verstehe ich nicht. Ich laufe jetzt hier lang. Lassen Sie mich! Lassen Sie mich! Blödes Vieh! Hexerei! Hör doch auf, die anzuvisieren! Du hast doch keine... Digga! Höre doch! Ey, dieses Game! Ohne Witz! Es könnte so gut sein, aber es arbeiten immer irgendwelche Sitzenbleiber dran. Holy shit! Runde oder was? Oder wie? So, warte, ich muss danach gucken jetzt erstmal hier. Wo ist die scheiß Mantis? Ach, Junge.
Leck mich am Arsch, warum ist denn nicht Pause, wenn man auf den Map guckt? Junge. So. Alle Junge, nicht hauen. Ich muss da nochmal vorbei. Hier! So. Hier! Grease soll die Mantis startklar machen! Was ist los? Auf. Hier hat eine Hundrote-Effekt! Die verfolgt mich! Oh, oh! Und du bist sie hier? Treffen! Startklar machen! Ja, dass ich nur noch reinspringen muss und im Flug schließt mir die Tür. So. Oh, guck mal, kannst du das hacken? Ach, scheiße, da muss ich nochmal wiederkommen. Sehr doof. Und alle auf. Mal eine Spawn sogar direkt hier. Was kann ich denn dafür? Also die nehmen wir als Safe mit. Bring uns weg von hier! Ein paar hängt dran. Lol. Was hast du getan? Auf meinem Schiff kriechen überall tote Hexen rum! Weg hier! Weg. Okay, Alarm. Nice. Was ist passiert? Hast du das Grab gefunden? Das Lichtschwert deines Meisters. Ich sah ihn. Meister T'Pol, ich. Es war der Tag seines Todes. Ich sah, was ich tat. Kerl. Alles ist zerstört. Ich konnte ihn nicht retten. Kerl, du warst noch ein Kind. Nein. Ich hätte ihm helfen können, wenn ich nur auf ihn gehört hätte. Wenn ich stark und mutig gewesen wäre. Ich hätte ihm helfen können. Ich weiß es. Kerl, du sollst endlich wissen, was mir bei der Flucht vor dem Imperium passierte. Sie brachten Trilla ins Zimmer. Als ich ihre Augen sah, wusste ich, es war meine Schuld. Sie war eine Inquisitorin. Und etwas in mir starb. Ich verlor völlig die Kontrolle. Ich tauchte ab in die dunkle Seite. Und tötete sie alle. Ich verschonte keinen einzigen. Nur sie ließ ich gehen. Viele Jahre konnte ich mir das selbst nicht verzeihen. Ich war ein Wrack. In mir war nichts als Zorn. Ich konnte ihn nicht unterdrücken. Es gab für mich keinen Ausweg. Und ich wollte nur noch sterben. Doch dann erfuhr ich von dem Holocron. Ein Hoffnungsschimmer, dass es eine Zukunft geben könnte, für die es sich weiterzumachen lohnt. Steh auf. Ich kann nicht rückgängig machen, was ich getan habe, und du rettest auch nicht mehr deinen Meister. Es ist vorbei. Aber Kerl, du musst auch wirklich weitermachen wollen. Und wie? Du wirst hiermit anfangen. Es ist deine Aufgabe, ein neues zu bauen. Okay, warum auch nicht gehen, neues Mal. Illum. Illum? Keine Ahnung. Oh, Eis. Mei, Schnee. Was auch immer. Beides. Man wird dich prüfen. Ja. Aber ich bin bereit. Ich meine nicht nur hier. Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite. Und es ist leicht zu scheitern. Ihr kämpft immer noch mit der dunklen Seite. Auch nachdem ihr euch von der Macht gelöst habt.
Wir werden immer kämpfen. Das ist die Prüfung. Die Wahl, weiter zu kämpfen, macht uns zu dem, was wir sind. Was? Sie hat die ganze Zeit ein Lichtschwert. Jetzt kriege ich es. Ich wette, es ist blau. Dann sollte ich jetzt rausfinden, wer ich bin. Was? Aber bevor ich mit dem Planeten... Es ist lange her, dass ich hier gewesen bin. Okay. Du weißt, es kamen viele Jedi nach Illum, um ihren Kyberkristall zu finden. Genau, ja. Ich erinnere mich. Meister Yoda hatte uns zum Eingang geführt, aber danach waren die auf uns gestellt. Daran war ich zwar gewohnt, aber es machte die Herausforderung nicht einfacher. Meine Ausbildung folgte strikten Protokollen. Auf alles vorbereitet, dachte ich. Vielleicht war das die Lektion, Kerl. Du kannst nicht alles wissen, aber darauf vertrauen, mit allem fertig zu werden, was dir begegnet. Okay, cool, sehr interessant, vielen Dank. Die Pilze sind gewachsen. Der Typ steht da, mit dem quatsche ich nächste Mal. Nicht, dass er mich jetzt auch noch zulabert. Jetzt gehe ich erstmal hier Heier machen, ein bisschen meditieren und nächstes Mal erkunde ich den Planeten.